Moin Leute, was geht? Da bin ich wieder, euer André Uda aus Xerox und jetzt ist es da, das lang ersehnte Chainburn Deck Video. Ja, viele im Stream von euch haben mich schon gefragt, ey André, mach mal zu einem aktuellen Chainburn Deck ein Video und hier ist es. Aber noch kurz vorweg, schaut doch gerne auf Twitch vorbei, dort bin ich regelmäßig live, Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr Bock auf Yu-Gi-Oh! Habt, auch mal live mit mir zu spielen, let's go, habt ihr dort die Möglichkeit. Und dann würde ich sagen, let's go mit dem Chainburn Deck. Was ist denn das Chainburn Deck, beziehungsweise was ist überhaupt ein Chainburn Deck? Ja, das Chainburn Deck ist ein Deck, wo man eigentlich so gut wie keine Monster spielt oder sehr wenig Monster und eher mit Effekten versucht, den Gegner ja die Lebenspunkte abzuziehen. Wie soll ich euch das erklären? Du spielst sehr, sehr viele Fallen in diesem Deck oder auch Zauberkarten und versuchst damit allein den Gegner, ja, die Lebenspunkte auf Null zu bringen. Natürlich hat dieses Deck viele, viele Schwächen. Sollte euer Gegner wissen, yo, ihr spielt viele Fallenkarten, da kommt ein Jinzo, dann seid ihr eigentlich am Arsch. Also dann könnt ihr eigentlich schon gleich einpacken und sagen, yo, ich gebe auf. Dieses Deck ist definitiv kein Meta-Deck, aber es ist ein schönes Deck für zwischendurch und mal ein Fun-Deck, um den Gegner vielleicht mal ein bisschen zu ärgern. Aber wenn ihr darauf steht, den Gegner mit Effekten fertig zu machen, gerade beim Chainburn-Deck möchte man auch, dass sozusagen die Meta ordentlich was aufbaut, am besten das ganze Deck voll, beziehungsweise dass die ganze Seite voll mit Monstern, am besten gleich in der ersten Runde, damit ihr mit euren Effekten möglichst viel Schaden machen könnt. Wie genau sieht das Ganze denn aus? Gehen wir mal direkt ins Game. So, das ist mein aktuelles Chainburn Deck. Ich ändere immer mal wieder was, weil ich so merke, das ein oder andere passt so nicht ganz. Und auch jetzt bin ich noch nicht ganz so 100% zufrieden. Aber es gibt noch ein paar Möglichkeiten, die ich euch auch in diesem Video sagen werde. Fangen wir aber erst einmal an. Zuerst habe ich zweimal den Kampfausblender drin. Der Kampfausblender ist sozusagen eine schöne Karte, eine Handtrap. Wenn der Gegner angreift oder in der Battlephase ist, könnte diese Karte spezial beschwören und dann wird die Battlephase einfach so beendet. Also es ist kein Effekt. Also sollte der Gegner euren Effekt von der Hand, also ihr müsst diesen Effekt von der Hand aktivieren. Und dann kann der Gegner diesen Effekt negieren. Sollte aber diese Karte dann schon liegen, ist die Battlephase beendet, weil es keinen weiteren Effekt triggert. Deswegen ist der Kampfausblender eine ganz gute Sache. Und ihr wollt ja mit dem Chainburn Deck viele Runden überleben, damit ihr halt den Gegner noch mehr Schaden reinballern könnt mit euren Effektkarten. Diese Karte habe ich zweimal drin. Man kann die noch einmal spielen. Ich habe ihn jetzt zweimal drin, weil ich gemerkt habe, ich brauche ein bisschen mehr Karten, damit ich ein bisschen länger durchhalte. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Als nächstes kommt der Lava Golem, auch eine sehr beliebte Karte. Mit dem Lava Golem könnt ihr einfach vom Gegner zwei Monster opfern und den beim Gegner dann spezial beschwören. Und der Gegner bekommt in jeder Standby-Phase 1000 Schadenspunkte. Ja, das ist natürlich eine gute Sache, gerade wenn da Monster sind, die so ein paar Effekte von euch negieren können, könntet ihr einfach wegopfern und dann diesen Golem auf der Seite ballern. Ja, ihr solltet aber aufpassen, euer Gegner kann natürlich auch mit diesem Golem dann angreifen. Also seid euch bewusst, dass wenn ihr den Golem bei euren Gegnern spezial beschwört, ja, dass dann auch er damit angreifen kann. Also habt lieber ein paar schöne Fallen im Petto, ansonsten könnte es für euch ziemlich unangenehm werden. Ja, dann haben wir hier zweimal Michion, Herr der Zeit. Ja, diese Karte kann nicht durch den Kampf zerstört werden. Ihr selber nehmt durch den Kampf keinen Kampfschaden. Und diese Karte kann nicht durch den Effektschaden zerstört werden. Und das Wundervolle an dieser Karte ist, wenn diese Karte gekämpft hat, egal gegen den Monster oder wenn das diese Karte auch direkt euren Gegner angreift, verliert der Gegner danach die Hälfte der Lebenspunkte. Ihr seht ja auch, am Ende der Battle Phase, falls diese Karte gekämpft hat, halbiert die Lebenspunkte deines Gegners. Das ist natürlich eine unfassbar starke Karte. Diese Karte kann euch so einiges vor einiges beschützen und der Gegner kriegt auch die Hälfte der Lebenspunkte abgezogen. Allerdings, ganz wichtig, in eurer Standby Phase wird diese Karte wieder ins Deck gemischt. Na, das solltet ihr beachten. Und ganz wichtig, sollt ihr Herr der Zeit oder generell ein Herr der Zeit Karte spielen, könnt ihr nicht noch gleichzeitig im selben Zug den Lava Golem specialen. Also überlegt euch vorher, was ihr machen wollt. Entweder Lava Golem oder Herr der Zeit holen. Ansonsten
beißt sich der Effekt so ein bisschen. Das ist mir schon mehrmals aufgefallen. Und ja, Raphio, Herr der Zeit, ist halt so eine Karte. Wenn dieser selbe Effekt wie der andere, nur halt, wenn der ein Monster angreift und am Ende der Battle Step oder Battle Phase kriegt der Gegner dann den Schaden von dem Monster, was diese Karte angegriffen hat, die Angriffspunkte. Also angenommen, der Gegner hat einen weißen Drachen auf dem Feld, ihr greift mit den Null den weißen Drachen an, beendet die Battle Phase, dann bekommt der Gegner 3000 Schaden, weil der weiße Drache ja dementsprechend 3000 Angriffspunkte hat. Das schmeckt natürlich auch. Kann man mal so reinsetzen, um mal, ja, wie soll ich sagen, nur mal so als letzte Ausflucht oder generell Gegner Schaden zuzufügen. Aber auch bei der Karte wichtig, geht in der Standby-Phase von euch wieder ab, ins Deck gemischt. Ja, dann haben wir dreimal Karte des Untergangs. Ihr könnt diese Karte aktivieren, um weitere drei Karten zu ziehen. Ist halt wichtig, ihr braucht Draw Power, ihr braucht Karten, wo dem ihr Karten ziehen könnt. Das ist ganz, ganz wichtig bei diesem Deck, damit ihr schnell auf eure Karten kommt, um Effekte zu aktivieren, um den Gegner dann ja die Lebenspunkte abzuballern. Und während der Endphase, ganz wichtig, solltet ihr die Karten gezogen haben, während der Endphase müsst ihr alle Karten, die ihr gezogen habt, auf den Friedhof legen. Deswegen hofft ihr, dass ihr viele Fallenkarten zieht, damit ihr die gleich legen könnt. Und dann ist es egal, ob ihr den Rest der Hand wieder loswerden müsst oder nicht, weil dann sind die Karten sowieso auf dem Feld. Also wichtig, überlegt genau, ob ihr diese Karte dann, wann ihr diese Karte spielt, nicht immer gleich rausballern. Es sei denn, ihr habt nichts mehr auf der Hand, dann juckt es nicht. Ja, Topf der Gegensätzlichkeit haben wir drinne. Würde ich gerne öfter spielen, aber ich habe leider keine SR-Punkte mehr, wie ihr sehen könnt. Ich habe hier einfach 0. Würde man tatsächlich öfter spielen, weil, guck mal, ihr grabt die obersten drei Karten, könnt ihr aufdecken und dann könnt ihr sie euch die anschauen und könnt halt dann eine von der Karte eurer Hand hinzufügen. Also, das ist natürlich wirklich eine richtig gute Sache, falls ihr dann eine wichtige Karte braucht. Falls ihr jetzt unbedingt eine Karte braucht, um zum Beispiel einen Effekt, dass der Gegner nicht mehr angreifen kann. Oder ihr braucht unbedingt eine Karte, dass wir jetzt nochmal Effektschaden reinballert, dann könnt ihr damit schon echt eine Menge machen. Und ich, wie gesagt, diese Karte würde ich euch empfehlen, mehrmals zu spielen. Ja, dann haben wir dreimal Topf der Extravaganz. Verbanne 3 oder 6 zufällig verdeckte Karten, also zufällig Karten vom Extra-Deck verdeckt, also verbannen. Dann könnt ihr halt je nachdem 1 bis 2 Karten ziehen. Also wenn ihr 3 Karten verbannt, verdeckt, bekommt ihr jetzt eine Karte ziehen. Bei 6 Karten verbannt könnt ihr 2 Karten ziehen. Und das ist eine coole Sache, eine Draw-Karte. Deswegen habt ihr auch im Extra-Deck irgendwelche Random-Sachen drin. Das Extra-Deck spielt eigentlich gar keine Rolle. Einfach Karten reinballern, damit ihr dann mit dieser Karte dann Karten ziehen könnt. Die kommen dann sowieso nur auf den Friedhof. Das spielt keine Rolle, ob ihr da welche Karten ihr im Extra-Deck habt. Aber das zu später nochmal mehr. Da gibt es noch eine Kleinigkeit, die doch noch ganz wichtig ist. Gut, dann haben wir Kettenschlag. Kettenschlag ist auch die einzige UR-Karte in diesem Deck. Deswegen ist dieses Deck auch relativ günstig. Mit dem Kettenschlag könnt ihr, ihr müsst euch so vorstellen, das Chainburn-Deck hat den Namen Kette. Je nachdem, wie viele Karten ihr nacheinander aktiviert, kommt ja immer eine Kette, also eine Chain. Und ihr müsst versuchen, diese Karte am besten in der 5er oder 6er Chain dann anzuchainen, also dann anzuklinken an dieser Effektreihe, weil für jede Kette bekommt der Gegner 400 Schaden. Das bedeutet, wenn ihr diese Karte in einer 2er-Chain aktiviert, dann bekommt der Gegner 800 Schaden. Aber je nachdem, wie hoch diese Kette ist, bekommt der Gegner halt 400 mal dieser Kette Schaden. Zum Beispiel 400 mal 6, wenn dann die Chain, die Kette bei 6 ist. Also Leute, diese Karte kann manchmal richtig gut sein, aber wenn ihr halt diese Karte nur einzeln auf der Hand habt, dann ist die halt voll Kacke. Also könnt ihr die Karte auch, ja, ob ihr sie dreimal spielt oder weniger spielt, müsst ihr euch entscheiden. Mir hat sie ganz gut geholfen, deswegen habe ich sie auf 3. Ja, wir haben gerechte Nachspeise. Gerechte Nachspeise ist eine Karte für jedes Gegner, also für jede Karte, die der Gegner kontrolliert, also Monsterkarte, verliert der Gegner 500 Lebenspunkte. In Kombination von Ojama Trio. Ojama Trio ist eine Feinkarte, damit specialt ihr beim Gegner 3 Token, die auch nicht als Tribut angeboten werden können, aber sie können als Linkbeschwörung und so weiter benutzt werden, also Vorsicht. Aber wenn ihr gerechte Nachspeise habt, plus Ojama Trio, plus dass der Gegner noch so ein paar Monster hat, könnt ihr den Gegner immer locker mindestens 1,5 bis 2000 Schaden reinknüppeln. Also die Kombination gerechte Nachspeise und Ojama Trio ist schon eine ganz coole Sache. Gut, wir haben Waboku, ja. Du erhältst in diesem Spielzug, nachdem diese Karte aktiviert wird, keinen Kampfschaden
und Monster können nicht durch den Kampf von euch zerstört werden. Ja, eher der wichtige Effekt, dass ihr keinen Kampfschaden davon trägt, denn ihr wollt ja mehrere Runden überleben. Und ja, ganz simpel erklärt. Wir haben Ring der Zerstörung und das ist so eine Karte, da bin ich ein bisschen traurig drüber, denn Ring der Zerstörung war mal deutlich stärker. Früher konnte man mit Ring der Zerstörung die Leute auch, ja, vernichten. Das geht aber nicht mehr. Deswegen habe ich diese Karte nur noch auf 2, weil ganz häufig ist diese Karte einfach, gerade im Endgame, wenn der Gegner nur noch wenig Lebenspunkte hat, sehr useless. Denn ihr könnt mit dieser Ring der Zerstörungskarte die Leute nicht finishen. Auch ihr selber könnt euch damit nicht finishen. Ihr könnt diese Karte dann einfach schlichtweg nicht aktivieren. Früher war das anders, aber diese Karte hat nun mal eine neue Beschreibung bekommen, im Text, so dass es ein bisschen umgebaut wurde. Und deswegen müsst ihr diese Karte relativ früh aktivieren, damit ihr auch den Gegner, wenn der Gegner mal ein starkes Monster ballert, Schaden bekommt. Wichtig ist, Leute, wenn diese Karte aktiviert und ein Monster in Angriff oder ein Monster zerstört, bekommen halt beide den Schaden. Also ihr bekommt genau denselben Schaden wie der auch. Spielt bei euch aber weniger eine Rolle, weil ihr dann sowieso halt die Effekte rausballert, um den Gegner halt Schaden zuzufügen. Aber wichtig, Leute, ihr könnt mit Ring der Zerstörung nicht finishen. Deswegen wird die manchmal useless da liegen bleiben und dann habt ihr eigentlich zu tun. Ja, dann habe ich halt einen magischen Zylinder drin, sollte jeder bekannt sein. Wenn der Gegner einen Angriff deklariert, also angreift, könnt ihr diesen Angriff annullieren. Und der Gegner bekommt dann in Höhe des Monsters den Angriff, bekommt ihr halt als Schaden. Also sprich, er greift euch mit 3000 an, er aktiviert die Falle, dann kriegt der Gegner erstmal direkt 3000 Schaden. Das kann schon mal dazu führen, dass euer Gegner direkt dann verloren hat. Gut, wir haben dreimal tollkühne Gier. Wichtig ist immer noch in diesem Deck, ihr müsst Karten ziehen. Karten ziehen ist wichtig. Deswegen habt ihr tollkühne Gier und damit könnt ihr direkt zwei Karten ziehen. Wichtig ist aber danach, eure Draw Phase wird danach übersprungen. Das bedeutet, wenn ihr diese Karte aktiviert, könnt ihr die nächsten zwei Runden keine Karte ziehen. Also in der normalen Draw Phase, mit Effekten schon. Also wichtig, deswegen auch dreimal im Deck. Damit könnt ihr halt ohne Ende dann ziehen und es spielt gar keine Rolle mehr, ob ihr dann hinterher in der Draw Phase keine Karten spielen könnt, denn ihr wollt ja so schnell es geht euer Deck ziehen, damit ihr den Effektschaden den Gegner halt platt machen könnt, ne? Ja, dann haben wir verborgenes Geschütz. Fügt den Gegner für jede Hand und jede Karte, die er kontrolliert, 200 Schaden zu. Sollte sich erübrigen. Die meisten Metadecks spielen halt viele, viele Karten, dass sie halt viel auf dem Feld haben und viel auf der Hand haben. Das wollt ihr auch, dass das passiert. Deswegen, let's go. Diese Karte ist da sehr, sehr schön. Ja. Nochmal angsteinjagendes Gebrüll. Diese Karte lässt ihn einfach nicht mehr angreifen. Damit könnt ihr wieder ein paar Züge überleben. Ganz interessant. Dimensionsmauer, ich habe die jetzt auf 1. Man kann sie auch öfter spielen. Wenn der Gegner einen Angriff deklariert, wird anstatt der Kampfschaden, den ihr dann bekommen sollt, bekommt einfach der Gegner so ein bisschen wie magischer Zylinder, aber doch noch ein bisschen anders. Ja, ich habe angehäufte Reichtümer drin. Wenn ihr im Kettenglied 4 oder höher seid, das ist so ähnlich wie Kettenschlag, aber ihr könnt diese Karte nur aktivieren, wenn ihr in einem Kettenglied seid, mit 4 oder höher, könnt ihr zwei Karten ziehen. Aber, wichtig, diese Karte kann nicht aktiviert werden, wenn mehrere Fallen oder Karten mit demselben Namen Effekte aktivieren. Das bedeutet, wenn ihr zweimal verborgenes Geschütz verdeckt habt und zweimal verborgenes Geschütz aktiviert, könnt ihr daraufhin nicht angehäufte Reichtümer aktivieren, weil ihr zweimal in einer Kette verborgenes Geschütz aktiviert. Deswegen aktiviert verborgenes Geschütz, aktiviert tollkühne Gier, aktiviert verborgene Sprengladung als Beispiel und dann als vierte Kette könnt ihr dann angehäufte Reichtümer aktivieren. Aber danach könnt ihr weitere angehäufte Reichtümer aktivieren, komischerweise, keine Ahnung. Diese Karte habe ich nur einmal entdeckt. Man kann sie auch auf 3 spielen. Ich habe sie eine Zeit lang auch auf 3 gehabt. Aber ganz häufig ist es so, dass ich die Karte dann gezogen habe und dann war damit einfach nichts anzufangen, weil man dafür ein Kettenglied 4 braucht. Ja, schwierig dann manchmal. Gut, wir haben verborgene Sprengladung. Verborgene Sprengladung für den Gegner 300 Schaden für jede Karte zu, die er kontrolliert. Das bedeutet, alle Karten, die er auf dem Feld hat, kriegt er 300 Schaden. Plus, sollte diese Karte durch einen Effekt zerstört werden, das bedeutet Blitzsturm oder Harpien Flederwisch, dann kriegt der Gegner nochmal extra 1000 Schaden. Ich sag's euch so, wie es ist. Viele der Leute sagen immer, ja, wenn einer Harpien Flederwisch spielt oder wenn einer Blitzsturm spielt, dann ist es eigentlich schon vorbei. Jein. Denn viele Karten könnt ihr einfach unchainen. Also viele Karten könnt ihr dann dennoch aktivieren.
Und bei dieser Karte, verborgene Sprengladung, wollt ihr, dass die Karte zerstört wird, weil dann kriegt ihr gerne nochmal extra 1000 Schaden. Das ist immer so eine Sache. Und natürlich habe ich Fallgrube des Totengräbers drinne, eine unglaublich schöne Karte. Kann man auch öfter spielen, aber in meinem Fall habe ich leider zu wenig SR-Token, deswegen kann ich mir keine craften. Ich hoffe, Master Duel ändert da mal was. Bald dran, ne? Ja, was kann Fallgrube des Totengräbers? Wenn der Gegner einen Monster-Effekt aktiviert von seiner Hand oder seinem Friedhof, kannst du diesen Effekt annullieren. Das ist ja schon wirklich ziemlich stark, weil viele Effekte ja von der Hand oder auch vom Friedhof aktiviert werden. Das ist schon mal ziemlich stark. Aber was dann noch kommt, ist einfach noch super. Der Gegner kriegt zusätzlich noch 2000 Schaden. Das ist gerade jetzt für aktuelle Decks, die viel von der Hand oder auch am Friedhof gespielt werden, Effekte halt, unglaublich gut. Also dieses Chainburn-Deck kann schon für jedes jegliche Meta-Deck ziemlich ekelhaft sein. Und ja, es macht aber Spaß. Ne? Man muss dazu sehen, dieses Deck wird auf jeden Fall euch ja, Gold, vielleicht auch Platin bringen, aber ab dann wird es wahrscheinlich Feierabend sein. Mal gucken, aber es ist ein Fun-Deck, wo man mal die Gegner ein bisschen mit ärgern kann. Wir kommen jetzt nochmal zum Extra-Deck. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das Extra-Deck ist eigentlich egal, was ihr für Karten drin habt. Hauptsache, ihr habt die 15 Karten drin, damit ihr diese Karten auf den Friedhof schmeißen könnt für Topf, der Extravaganz. Aber es gibt da eine Karte, die sehr interessant sein kann, nämlich Aufgegebene Seele. Ich würde sie gern dreimal in diesem Burn-Deck spielen, aber ich habe leider keine UR-Chips mehr. Weil, wenn ihr Topf der Extravaganz aktiviert, wird ja zufällig Karten auf den Friedhof gelegt. Das bedeutet, darunter kann auch Aufgegebene Seele sein. Wenn ihr die Karte aber dreimal drin habt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass, auch wenn ihr Topf der Extravaganz gespielt habt, diese Karte, also Aufgegebene Seele, noch im Extra-Deck vorhanden ist. Warum ist das denn so? Ja, da kommt der Kampfausblender wieder zum Einsatz. Denn wenn der Kampfausblender gespielt wird, dann bleibt er ja auf dem Feld. Aber die Battle Phase ist beendet und in den meisten Fällen greift der Gegner auch diese Karte nicht mehr an, weil sie einfach zu schwach ist. Er denkt sich so, ach, nächste Runde haue ich die einfach weg. Ja, aber dann könnt ihr nächste Runde einfach diese Karte opfern, beziehungsweise für diese Karte einfach Aufgegebene Seele specialen. Und wenn der Gegner gerade nicht weiß, dass er über diese Extra-Kartenzone irgendwelche Monster spielen habt, könnt ihr damit den auch noch einsaugen und könnt den Gegner damit auch noch angreifen. Weil ganz ehrlich, keiner Spieler da draußen wird denken, dass ihr auf einmal mit so einer aufgegebenen Seele ankommt, seinen Gegner noch übernimmt und dann auch noch ihn auch noch angreifen könnt. Also ist eine ganz witzige Strategie für zwischendurch. So eine kleine Sache, wo der Gegner halt nicht will, weiß so, oh mein Gott, was passiert hier? Kann nochmal so einen kleinen Wow-Effekt haben. Aber Leute, nochmal ganz wichtig, das gesamte Deck ist eher ein Fun-Deck. Macht mal Spaß. Damit werdet ihr auch oft ja, Probleme kriegen. Ihr werdet damit nicht immer gewinnen. Aber wenn ihr gewinnt, ist es schon mal ganz witzig. Nochmal wichtig. Ja, ich habe mir natürlich noch ein paar alternativen Karten rausgesucht, die man auch in den Chainburn-Deck spielen kann. Unter anderem das Vermächtnis von Yatagarasu. Damit könnt ihr eine Karte ziehen. Und Donner des Herrschers. Damit habt ihr die Möglichkeit, nochmal eine Battlephase vom Gegner zu überspringen. Und ja, je nachdem müsst ihr euch mal ein bisschen rumgucken, welche Karten ihr austauschen wollt und welche ihr spielen wollt, um dann für euch so das perfekte Chainburn-Deck, was genau auf euren Geschmack zutreffend ist, zu spielen. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal kurz bei euch bedanken. Das letzte Cyberdrachen-Video kam verdammt gut an. Also wenn ihr Bock auf Cyberdrachen habt, guckt euch gerne nochmal mein Cyberdrachen-Video an. Und da habe ich noch gegen einen Bot gespielt. Jetzt habe ich ein paar Duelle, wo ich im Rank gespielt habe mit dem Chainburn-Deck. Deswegen werde ich das so ein bisschen drüber kommentieren und euch einfach zu sagen, was ich dort in den Momenten gemacht habe. Also viel Spaß, let's go. So, damit sind wir in der ersten Runde. Wir setzen erstmal sämtliche Fallenkarten, die wir haben, verdeckt. Erstmal ganz wichtig. Und zum Schluss aktivieren wir die wundervolle Zauberkarte. Karten des Untergangs. Damit können wir eigentlich Karten ziehen. Aber ihr müsst bedenken, wenn ihr Karten ziehen wollt, kann auch durchaus gerne meine Ash kommen und euch annullieren. Deswegen, ja, in dem Fall keine Karten ziehen. Was soll's. Egal, wir haben ein paar Karten gesetzt. Gehen in die Endphase. Wir warten, was der Gegner macht. In dem Fall macht er einfach gar nichts. Okay. Ja, Vorsicht, Leute. Immer ein bisschen abwarten, denn ihr braucht viele, viele Karten vom Gegner auf seine Spielfeldseite vom Gegner, damit ihr was aktivieren könnt. Beziehungsweise sollt ihr warten, bis ihr wirklich einiges auf der gegnerischen Seite habt, bevor ihr eure Karten aktiviert.
So, in dem Fall macht der Gegner immer noch nichts, also wartet einfach. Ihr habt Geduld, ihr müsst ja nichts überstürzen. Deswegen würde ich euch raten, entspannt euch, lehnt euch zurück, zieht ein paar Karten und versucht das Beste draus zu machen. Gut, wir warten weiterhin, gehen in die Endphase und lassen den Gegner mal wieder eine Runde ziehen. Mal schauen, was der Gegner jetzt tut. Und jetzt spielt er ein Cyberdrachenherz. Wir wissen natürlich vom Cyberdrachen-Video, wie dieses Deck funktioniert. Deswegen wissen wir ganz genau, wie wir da reinzugrätschen haben. Wir wissen, dass er versucht, sehr viele Monster zu specialen. Also warten wir auch noch in dem Fall. Und schauen mal ab, was er tut. Ja, Maschinenduplizierung, das ist genau das, was wir wollten. Zwei weitere Cyberdrachen. Jetzt können wir eigentlich unsere erste Chain losballern, indem wir einfach mal, ja, anfangen, unsere Fallen alle aufzudecken. Wir fangen an mit der Sprengladung. Dadurch verliert der Gegner jetzt 300 Leben, 300 Lebenspunkte. Und natürlich ketten wir noch weitere Karten an, nämlich erst einmal mit Chain Nummer 2 die Geschütze, dann nochmal mit Chain Nummer 3 das Gebrüll. Damit kriegen wir auch zusätzlich keinen Kampfschaden, egal was er da heute noch auf dem Feld knattert. Und wir aktivieren mit Chain 4 die Reichtümer. Damit können wir Karten ziehen, den Gegner Schaden zufügen und nochmal Schaden zufügen. Und wir sind in der Battle Phase geschützt vor gegnerischen Angriffen. Für den ersten Zug gar nicht schlecht. So, der Gegner hat sich wieder aufgebaut, hat Infinite rausgeholt und noch mehr Karten. Das sollte uns aber gar kein Problem sein, denn wir haben Lava Golem. Den Lava Golem benutzen wir jetzt einfach entspannt, um seine beiden Monster einfach wegzuopfern. Und vorerst setzen wir aber erstmal noch ein paar Karten zur Sicherheit. Und dann geht es weiter mit dem Lava Golem. Wir sollten darauf achten, dass wir den Infinite weghauen und auch die andere Karte, die X-Karte, damit keine Effekte mehr uns irgendwie in irgendeiner Form, ja, in die Quere kommen können. Deswegen ist es sehr wichtig, dann auch erst einmal die bösen Monster loszuwerden. Und dadurch kann der Gegner erstmal nichts weiter tun mit seinen Monstern. Er bekommt einen Lava Golem. Wichtig nicht vergessen, er kann mit dem Lava Golem natürlich uns auch angreifen, aber juckt nicht, weil wir die richtigen Fallenkarten liegen haben. Und der Gegner kriegt auf jeden Fall noch einmal 1000 Schaden extra, wenn der Lava Golem seinen Effekt spielt, beziehungsweise in jeder Standby-Phase. Ja, wie schon erwähnt, wir beenden unseren Zug und in der Standby-Phase des Gegners erhält er durch den Lava Golem 1000 Schaden. Und ja, damit ketten wir einfach noch ein paar weitere Effekte an, um ihm den Rest zu geben. Erstmal Waboku, damit wir für diese Runde auch keinen Schaden kriegen, ganz wichtig. Und dann aktivieren wir natürlich auch zusätzlich noch das wunderschöne gerechte Nachspeise. Damit kriegt er hier nochmal 1000 Schaden, weil er zwei Monster auf dem Feld hat. Und natürlich als Kettenglied die wundervollen Kettenschläge. So, im Chain 4, 4x4 macht 1600 extra Schaden. Nochmal gerechte Nachspeise, 1000 Schaden, Waboku, damit wir erstmal entspannt sind. Und nochmal 1000 Schaden vom Lava Golem. Ja, dann würde ich sagen, mit 1600 kann der Gegner nicht mehr ganz so viel tun. Und ja, dann warten wir erstmal ab, was der Gegner genau macht. Okay, er opfert den Lava Golem für einen Galaxiesoldaten. Okay, interessant. Ja, bringt ihm in dem Fall aber einfach gar nichts, weil wir einfach durch Waboku geschützt sind. Warten wir erstmal ab und schauen, was der Gegner so treibt. Ja, okay, er macht eine Linkbeschwörung. Okay, Albtraumphönix. Keine Ahnung warum, aber ja, das war natürlich für ihn gar kein guter Zug, denn wenn er jetzt nichts hat, in dem Fall hat er tatsächlich auch gar nichts in der Endphase. Wir befinden uns in unserer Phase. Ojama-Trio, okay, bringt uns jetzt nicht so viel. Aber Leute, wir können jetzt einfach noch unseren wunderschönen Raphio Herr der Zeit specialen. Sein besonderer Effekt ist, wenn wir ein Monster von ihm angreifen, bekommt eine Endphase, der von der Battlephase das Monster, zum Beispiel in dem Fall 1900, weil der Vogel ja 1900 hat, bekommt der Gegner 1900 Schaden. Das ist natürlich eine unfassbar gute Sache. Wir bekommen keinen Kampfschaden, wir beenden einfach. Und in dem Fall
Wählen wir jetzt die Karte aus und der Gegner kriegt 1900 Schaden und verliert das Duell. Ich habe es tatsächlich geschafft, mit meinem Chainburn-Deck in Platin zu kommen. Ja, ich hoffe, euch hat mein Chainburn-Deck-Video gefallen. Wenn ihr noch Optimierungen habt oder noch Ideen habt, welche Karten noch reinkommen könnten, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, würde mich freuen. Und für die Community wäre es auch noch eine coole Sache. Ja, ich bin regelmäßig live auf Twitch. Schaut gerne vorbei, wenn ihr Bock auf Yu-Gi-Oh! Habt, mit mir zu spielen. Wenn ihr Fragen habt oder des Weiteren, gerne live auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, Leute. Lasst es euch gut gehen. Und ciao! Routine. Parties on the weekends at the house that everyone knows. Parents never home, so that's the spot.